So, willkommen wieder zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Wir wollen uns mal wieder einen Feldforschungsdurchbruch abholen, schauen, was da drin ist. Erstmal müssen wir noch eine Aufgabe annehmen. Wir drücken mal hier, da kriegen wir noch ein Überraschungs-Pokémon dazu. Das seht ihr auch gleich, von wann das ist. Also heute ist der 27. Wann ihr das seht, weiß ich nicht. Aber wir fangen erstmal das Quapsel. Oder auch nicht, denn es hüpft erstmal hoch. Eine richtig flotte Biene ist das auf jeden Fall. Und wir sind natürlich gespannt, was aus dem Durchbruch kommt. Mittlerweile haben auch schon ein paar andere Leute die legendären Vögel als Shinies bekommen. Shiny Arctos habe ich da jetzt schon erblickt, Shiny Lavados sowieso. Und wir schauen mal, ob es bei uns eine Raubkatze wird oder auch ein Vogel und ob ein Shiny dabei ist. Und ein Sinnoh-Stein natürlich hinterher, weil wir danach auch gleich noch ein neues Pokémon entwickeln wollen für Generation 4. Und es ist leider kein Vogel, sondern eine Raubkatze, aber ein Entei. Das kann man auch mal mitnehmen. Da ich die blauen Bälle eh immer wegschmeiße, verwende ich die jetzt mal für das Entei. Ist nicht so schlimm, selbst wenn ich da 100 Stück drauf werfe. Probier mal auch mit doppelten Bonbons natürlich. Denn das kann ja eh nicht fliehen, ich sag's nochmal dazu. Weil es nicht fliehen kann, habt ihr also unendlich Versuche. Und wenn der Bildschirm nicht so hängen würde, dann könnte man auch schöner werfen. So, ich mach's mal noch ein bisschen leiser, weil es doch ziemlich laut wirkt. Und da ruckelt alles wieder. Oh mein Gott, was ist bloß mit dem Ball los? So, nochmal. Einmal curven, einmal werfen und wieder hängen geblieben unten. Vorführeffekt Deluxe. Ja, komm ruhig raus. Ich habe noch Bälle übrig. Die kriegst du alle hinterhergeschossen. Ach Bruder, jetzt sah der Kreis doch gut aus. So, einfach fabelhaft. Ins Gesicht. Bob hat ja immer gesagt, ihr müsst das linke Nasenloch anzielen. Dann trefft ihr einfach fabelhaft. Dann bleibt er auch drin. Das ist immer sein Spezialtrick gewesen. Meistens bei Legendären. Und ich weiß nicht, warum das so ist, aber in letzter Zeit immer, sobald ich die Aufnahme starte, hängt das einfach übelst hinterher. Es ist alles Mögliche geschlossen, nur die Aufnahme und das Handy ruckelt einfach so dermaßen. Vielleicht ist es auch Zeit, sich mal wieder ein neueres zu besorgen. Aber mit dem bin ich bis jetzt eigentlich gut gefahren. So. Und wieder nicht in den Kreis getroffen. Ihr habt also gesehen, heute ist der 27. Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei. Ich hoffe, die habt ihr gut überstanden und wurdet reich beschenkt natürlich. Könnt ihr mal drunter schreiben in die Kommentare. Obwohl, ist eh egal, wenn das Video online kommt, ist bestimmt schon Januar. Da haben die meisten schon wieder Geburtstag gehabt. Aber wir probieren es weiter. Oh, jetzt ist der Kreis wieder so riesig gewesen. Das ist, wenn man natürlich keine Geduld hat. Lass mal halt auch die Bäre mal weg, nehmen einfach nur den Ball. Vielleicht, wenn wir die Animation auslassen, wie sich das freut und die Herzchen rumfliegen, vielleicht klappt es dann ja besser. Wir haben Zeit, ihr vielleicht auch, ne, ihr nicht, gut. Tüt mal wieder ein. Boom, 1, 2, 3. 3, 2, 1, wie bei eBay, alles meins, gut. Waren das die IV? Muss ich mal abchecken. Kannst mit allen aufnehmen, KP, auch Angriff, wirklich hoch, also kann man eigentlich weghauen. Aber für die Superliga ist das natürlich jetzt gut geeignet. Oh verdammt, jetzt habe ich natürlich, der hat ja vorhin noch geschrieben, dass er so 15 Uhr sein Geschenk aufmacht. Ja, ich habe zwar nicht gesagt, okay, mach das, und ich hätte an seiner Stelle gewartet, bis ich da ja sage, aber ich kam gerade frisch von draußen, da habe ich nicht nochmal ins Gespräch reingeguckt. Na gut, egal, ob der Live-Reaktion jetzt hier. BisaFanTV und ich, Hyperfreunde, wunderbar im Video zu sehen. Und jetzt wollen wir natürlich noch eine Gen 4-Entwicklung machen und da habe ich wieder was Besonderes rausgesucht. Und zwar haben wir hier ein 100% Skorgler, was wir entwickeln hätten können. Aber ich habe mal ein 100% Lucky Skorgler rausgesucht. Da seht ihr auch nochmal, kann es mit allen aufnehmen, KP, Angriff, Verteidigung. Beste, die ich hier gesehen habe, tätigen wir noch zwei Power-Ups, dass das Level 40 erreicht, weil mehr geht nicht, dass das wirklich voll gemaxt ist. Die letzten zwei 15er-Pushs hebe ich mir da immer auf. Jetzt können wir es nur noch entwickeln und das machen wir auch jetzt mit dem Sinnoh-Stein.
Und viele würden sagen, ich würde meinen Skorgler gar nicht entwickeln, weil das richtig scheiße ist. Oder wenn, dann würde ich natürlich das höchste entwickeln und das aber auf jeden Fall nicht hochziehen. Das ist so eine Sternstaubverschwendung, weil mit dem Teil macht man ja eh nichts. Aber ich finde trotzdem, das ist ein cooles Pokémon. Sieht man ja hier, sieht aus wie Graf Dragula. Oder eine Mischung aus Kremlins. 2692 mit 100%. Das sieht schon genial aus, oder nicht? Mischung aus Fledermaus, Kremlins und sonst was. Ein weiterer Gen 4 Pokédex Eintrag und wieder ein 100%iges und ein Lucky dazu. Also bis jetzt nur 100er entwickelt für die Gen 4. So muss das sein. Das war es aber von meiner Seite aus. Das seht ihr nochmal. Getauscht mit Elisa Huhn. Also Glückwunsch. Dankeschön nochmal an Ismo natürlich, dass wir da getauscht haben und dass deshalb ein 100er geworden ist. Jetzt habe ich sogar beide, das Skorgler und das keine Ahnung, wie heißt das überhaupt. Ich bin da ein bisschen noch überfragt, wir machen mal kurz die 100 weg. Skorgro, genau, ein Skorgler und ein Skorgro. Machen wir die 100 wieder rein. So, bitteschön. Das war's aber von dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.